So, moin, heute geht es um die Lichtmühle und das ist dieses kleine Ding hier. Sie ist auf der einen Seite verspiegelt, auf der anderen Seite gibt es schwarze Flächen. Vielleicht kann man das im Detail mal kurz zeigen. Und die Frage ist heute, kann ich mit einem Laserstrahl die Lichtmühle bewegen? Hier habe ich auch eine Lampe, die brauchen wir gleich. Ich ziele jetzt mit einem grünen Laserstrahl hier. Der ist also hier. Grüner Laserstrahl auf die verspiegelte Seite und warte kurz, aber man sieht, die Lichtmühle bewegt sich nicht. Und wenn ich auf die schwarze Seite ziele, auch dann bewegt sie sich nicht. Ich versuche das mit einer weißen Lampe, das ist eine weiße Quecksilberlampe, auf die verspiegelte Seite. Es bewegt sich nur kurz, aber jetzt bleibt es wieder stehen. Und wenn ich jetzt auf die schwarze Seite ziele, dann sieht man, die Lichtmühle dreht sich sogar sehr schnell. Tja, und die Auswertung des Experimentes überlasse ich euch zu Hause. Es geht um Photonen. Viel Spaß.